So, da bin ich auch wieder, Leute, und es geht gleich sofort weiter mit Let's Play Remember Me. Ich würde kurz gerne was zum vorherigen Part sagen. Ich habe jetzt diese, ja, wie nennt man sie? Wanna oder waren's? Ich nenne sie jetzt einfach mal diese komischen Kreaturen. Ich weiß nicht, wie man die jetzt exakt benennt. So, ich habe die jetzt im letzten Part erledigt. Natürlich, ich habe es am Ende wirklich geschafft. Ich habe fast 2 Stunden dafür gebraucht, die jetzt zu erledigen. Und ich habe das nicht kommentiert, weil es einfach nicht ging. Ich hatte schlicht und weg einfach keine Ahnung, es hat nicht funktioniert, wenn ich dabei gesprochen habe. Sofort, als ich dann aufgehört habe, dann einfach zu sprechen dabei, dann hat es ja funktioniert. Dann hat es einfach geklappt. Der Kampf war einfach dafür zu hart. Also, ich hoffe, also es ist hoffentlich irgendwie verständlich, weil ich weiß nicht warum, ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ich habe, wie gesagt, über 2 Stunden jetzt schon, oder 2 Stunden, ich weiß nicht genau, dran gesessen und habe es jetzt endlich platt bekommen. Und also ich habe es natürlich, den Kampf habe ich natürlich aufgenommen, nur ich habe ihn halt nur nicht kommentiert. Also von daher, ich denke mal, dann sollten wir jetzt auch mal hier an dieser Stelle mal weitermachen mit, denn sonst friert sie noch zu Eis. Okay, ich setze die Mnemonik von Trace wieder zusammen. Sehr schön, Schwester. Jetzt geh durch die Hauptsicherheitsschleuse in den Konzeptionswürfel. Okay, kann ich machen, Edge. Da ist die Tür. So. Erstmal heilen. So, können wir sonst irgendwo lang oder irgendwas machen? Nee, können wir leider nicht. Gut. Was haben wir denn hier? Ein Bild. Also ich muss auch zugeben, an den glaube ich bin ich ganz schön. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Da will ich mal kurz gucken können. Aber an den Dingern bin ich echt ganz schön weggelaufen, also dran vorbeigelaufen. An den ganzen Bildern. Hallo, Kämpfchen? Okay. Warte mal, hier war das. Das ist doch das vom Bild. Oh, und doch, ich kann zurück. Da will ich hier nochmal nachgucken. Also müssen wir auf die andere Seite. Okay, dann mal losnählen. So, da wollen wir dann mal öffnen. Ja, schön, dass sich jetzt hier irgendwas öffnet, was sich gar nicht öffnet, oder wie? Ah, eine Leiter öffnet sich gut. Gut zu wissen. Und rüber. Wow, ist hier viel Blut. Wer ist denn dafür verantwortlich? Oh, Scheiße. Wieso tut es weh, diesen Irren so fertig zu sehen? Wow, können wir hier irgendwas mit denen noch machen? Irgendwie remixen oder? Ah, da ist noch was. Der Arme, tut mir irgendwie leid. Können wir irgendwas machen? Nee, wir. Keine Ahnung. Schuldig die Narbe. Wow. Puh. Da müssen wir, glaube ich, rein. Immer die größte Tür. Ah, eine Reminiszenz. Na, was macht der so Schönes? Oh, synchronisieren. Gut.
Memorize die Zukunft der Menschheit. Sehr bescheiden. Wird Memorize Spindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht, erst dann wird das Geheimnis offenbar. Okay, ich habe das Rätsel verstanden. Und falls ihr gerade ein Miauen gehört habt, das war meine Katze. Die legt sich nämlich gerade mitten hier auf meinen Schoß und miaut uns eben mal kurz ins Mikrofon. Aber gut, das hat es bestimmt auch noch nie gegeben. Also ich habe das Rätsel, glaube ich, kapiert. Und da geht die Katze wieder. Okay, die 3 kommt doch bestimmt. Ich habe es ja schon einmal durchgespielt, daher ist das jetzt für mich ein bisschen leichter, die Rätseln, aber ist immer wieder schwierig daran zu denken. So, und ich meine jetzt das E, oder? Nee. Ja, da muss ich nochmal kurz reinhören. Wird Memorize Spindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht, erst dann wird das Geheimnis offenbar. Ah, nee. Nicht E, sondern O, habe ich recht? Ja, recht gehabt. Okay, da ist wieder eine Reminiszenz. Okay, wieder synchronisieren. Kein Problem. Die Frau hört auf ihren Mann, aber verlässt ihr Kind. Der Mann bewundert seine Frau, aber hört ihr nicht mehr zu. Das Kind liebt seinen schützenden Vater, aber auch seine Rabenmutter. Warte mal. Nettes Familienporträt. Bewundern? Warte mal. Zuhören. So. Und die liebt natürlich ihre Eltern. Nee? Aber ich hab doch jetzt hier zu... Sie... Die Mutter... hat zu... So besser? Kapier ich jetzt nicht. Okay, müssen wir nochmal reinhören. Die Frau hört auf ihren Mann, aber verlässt ihr Kind. Der Mann bewundert seine Frau, aber hört ihr nicht mehr zu. Das Kind liebt seinen schützenden Vater, aber auch seine Rabenmutter. Okay. Es müsste doch richtig sein. Sie hört ihrem Mann zu. Nee, das... Die Frau ist, glaube ich, jetzt wieder falsch. Jetzt aber, oder? Hey! Wollen die mich verarschen? Bewundert, dann kann nur die Mutter von Nillen irgendwie... zuhören. Trösten, nee. Sie verlässt das Kind. Hört aber ihren Mann zu.
Muss ich jetzt nicht ganz verstehen, was der Sinn dahinter steckt, oder? Also das kapiere ich jetzt irgendwie ganz und gar nicht. Aber gut, da kriegen wir, glaube ich, auch irgendwie raus. Also ich meine, das wäre doch... Ich muss jetzt auch nochmal reinhören. Die Frau hört auf ihren Mann, aber verlässt ihr Kind. Der Mann bewundert seine Frau, aber hört ihr nicht mehr zu. Das Kind liebt seinen schützenden Vater, aber auch seine Rabenmutter. Also Nillen ist richtig eingestellt, der Vater müsste eigentlich auch richtig eingestellt sein. Bewundern, beschützen. So. Nee. Oder? Verlassen. Ja, sie verlässt ihn doch, da ist doch ganz klar. So. Ah, wir haben es geschafft. Wir haben es endlich geschafft. Sesam, öffne dich. Charles' letzte Bastion ist geknackt. Los! Ich wollte doch schon sagen. Ah, wir haben es echt hinbekommen, am Ende das Rätsel zu lösen. Voll geil. Oh, betreten Sie den Konzeptwürfel. Können wir machen, kein Problem, wenn ihr mir eine Tür gibt. Wow, warte mal, kann ich da durch? Bitte, ich will nicht runter. Ja, ist ein Boden. Geil, ist ein Boden. Nein! Davon war aber nie die Rede, dass hier noch solche Typen auftauchen. Okay, dafür könnt ihr gleich rostenden Frieden wieder machen. Ich sehe nichts. Was? Er ist hier auch noch eingesperrt? So, einer ist schon mal weg. Jetzt brauchen wir erstmal Fokus. Wandeln! Okay. Gut, wir sind aus dem Kreis. Yo, jetzt haut das endlich mal die Liebe auch oben, wenn die getroffen werden. Oder wie sie sich nennen. Ich glaube, das sind doch auch Leaper. Das sind, glaube ich, spezielle Leaper. Gut, ja, haut euch alle gegenseitig um. Voll geil. So, Fokus ist da. Darf ich noch? Ja, ich darf noch. Geil. Gut, ein paar sind schon mal weg. Wow, und da sind auch schon direkt wieder welche. Und da ist auch noch so ein, sind auch noch zwei dieser fetten, riesen Dinger. Wow, geil, aber immer noch nicht so schlimm wie vorhin der Kampf, wo die verschwunden sind. Also da tut's mir ja leid im vorherigen Part da. Also das ist jetzt der zweite Part bei dem Let's Play, der ohne Ton auskommen muss, leider. Beim ersten Teil am Part, ich weiß gar nicht welcher das war, ich glaube das war Part 21. Da ist mir die Tonaufnahme einfach abhanden gekommen. Und als ich versucht habe nachzusprechen, hat das dann irgendwie alles nicht mehr funktioniert. Hat die Datei nicht angenommen. Weiß der Geier warum. Aber das hier ist schon hart. Und das hier ist jetzt wirklich gerade brutal, denn ich kratze gleich ab. Puh. Okay, jetzt müssen wir erstmal nachdenken. Gut, das ist ja schön an dem Modus.
Da läuft ja alles ganz Zeitloop-mäßig ab. Ihr könnt jetzt erstmal richtig schön kurz überlegen, was ihr jetzt macht. Zum Beispiel, ich könnte jetzt eine Logikbombe einsetzen, wenn ich jetzt irgendwie die Macht dazu hätte. Kann ich nicht den Großen nehmen? Okay, geht nicht. Dann nehmen wir eben den Kleinen. Auch kein Problem. So. Wow, sind die weggepustet alle. So. Ja, das ist doch mal eine super geile Idee gewesen. Mann, hau ich hier einfach beide eben mal kurz hier weg. Wow, nö. Wow. Okay, der Fall. So. Voll ins Fresse. So. Und wir können weiter. Was für ein Glück. Auf unseren langen Weg bis zum Finale. Daddy? Rat mal, wer heimkommt. Besser nicht. Ich muss meinen Vater konfrontieren. Aber meine Geschichte hat so viele Löcher. Schatten auf der Leinwand meines Lebens. Ich war Nillin, Erroristin, gefürchtet und gehasst. Ich formte Gedächtnisse nach Lust und Laune um. Ich war einst der geliebte Spross der Cartier Wells. Ein Paar, verehrt von der Gesellschaft, die es schuf. Schatten und Licht. Ich muss den Schaden richten, das von meiner Familie begangene Unrecht gut machen, bevor das Chaos alles verschlingt. Zeit für meinen Vater, das Gift zu kosten, das die ganze Welt geschlürft hat. Edge führt mich. Und ich bin bereit. Wow, das war doch mal eine klasse Ansprache von Nillen. Oh mein Gott, ja, daran erinnere ich mich. Daran erinnere ich mich ganz gut an das Level. So, wir kommen auch langsam immer mehr dem Finale entgegen. Der Konzeptionswürfel, das Herz dieser Korruption. Dieses Mal gelingt es, ohne Wenn und Aber. Erzähl mir von meinem Vater, Edge. Charles Cartier-Wells hat sich jahrelang eingeigelt und träumt von einer idealen Zukunft. Hier wurde H3O konzipiert. H3O? Memorized zentraler Server. Dort sind all diese Erinnerungen gespeichert. Nur dein Vater kann hinein. Du musst ihn überzeugen, dich hineinzulassen. Bringen wir es hinter uns. Genau, bringen wir es uns hinter uns. Aber wir bringen es erst im nächsten Part hinter uns. Also, wenn es euch interessiert, wie Nillen auf ihren Vater trifft, schaltet gleich wieder ein. Wir sehen uns dann.